Okay, das finde ich jetzt mal gruselig. Obwohl ich den Bären an sich jetzt eigentlich nicht so gruselig finde, aber ja. Schnauze. Ja. Oh weh. Drehe die Regler so, dass die Formel durch Addition und Multiplikation 120 ergibt. Aha. Aha. Muss ich? Durch 3. 3 mal 60. Das heißt, wir müssen hier jetzt auf 60 kommen. Oder 4 mal 30. Na gut. Kriegen wir hier 60 hin. 26. 3 mal 60, bin ich eigentlich bescheuert? 3 mal 40. 3 mal 4 sind 12. Mann, Jenny. 40. Kriegen wir 40 hin? 7 und 9 sind 16. Das geht nicht. 7 und 18 sind 25. Das geht auch nicht. 7 und 26 sind 33. Das sind 17. Okay, 7 und sind 35. Das haut auch nicht hin. 12 sind 30. Plus 10 haut auch nicht hin. 12. Das wird schon wieder zu hoch. 13 plus 9 sind 22. Okay, also wir müssen 2 mal 60. 37 und dann brauchen wir 23. Oh, Mathe und Jenny, ne? 20, 30. Nee, 18. 8 und 6 sind 8 und 9 sind 37. Sind 50. Es muss schon irgendwie 7. Sind auch schon zu viel. Oh, Mann. Ich bin doch einfach zu doof für Mathe. 102. 118. 28. Wenn wir dann 16 nehmen. 28, 16. 18, das haut auch nicht hin. 'Narf!
Gut, das haut offensichtlich nicht hin. Das heißt, mal 3 müssen wir 40 zusammenkriegen. Sind 18. Juhu! Ich hab's! Mind your own business, or you won't live to see the dawn. Puh! Das war jetzt kein Rätsel für mich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier ist bestimmt wieder 10.000 Sachen sind jetzt hier wieder neu. Ach nee, doch nicht. Jemandes Zugangskarte steckt in der Sprechanlage. Ich muss sie einschalten, um die Karte zu entfernen. Ich hoffte, es sei niemand da. Doch dann erblickte ich zum ersten Mal Sirius Void. Schere dich weg oder du wirst den Morgen nicht erleben, zischte er auf dem Monitor. Wie schade, dass mein Handwerk dem Verbrecherhandwerk im Wege ist. Sirius sollte sich warm anziehen, nun da ich hier bin. Jemand hat die Habseligkeiten von Kevin Sting in der Nähe der Veranda vergraben. Jemand wollte Beweise verschwinden lassen. Das verheißt nichts Gutes. Herr Sting hätte dem Verscharren seiner Schreibmaschine nie zugestimmt. Im Briefkasten vor dem Eingang fand ich einen Teddy. Dieses Plüschtier des Horrors sang mir ein schauriges Lied. Es kam mir eigenartig bekannt vor. 1, 2, Volt kommt nun schrei. 3, 4, das Grauen ist hier. 5, 6, schnell du dich zudeckst. 7, 8, besser gib 8. 9, 10, den Tod wirst du sehen. Ja, gut, reim dich oder ich schlag dich. Gut, dann... Nee, ich will den blöden Teddy nicht nochmal. Ja. Mann, Mann, Mann. Achso, halt, wir können erstmal noch zur Bahn zurück und da den Erste-Hilfe-Schrank aufmachen. Das ist ein Injektor. Okay. Das Geräusch mag ich nicht. Es zieht irgendwie im Nacken. Gut, wir haben eine Zugangskarte. Aha. Also, sie... Es ist halt blöd, weil... Ja. Komm, das ist doch jetzt wohl mittig hier. Hups, da habe ich wohl aus Versehen auf Rätsel lösen geklickt. Nachdem ich die Farbe mit dem Lösungsmittel entfernt hatte, entdeckte ich einen Planetenanhänger an der Statue. Weil Schlossrätsel begegnen mir überall, erscheint ein Spiel mit mir zu spielen. Bestehe Dev die Feuerprobe und Volts Welt wird sich dir offenbaren.
Ein trauriger, hungriger Hund liegt an seiner Hütte angekettet vor dem Hotel. Könnte ein Wolfshund sein. Oh ja, ein Irish Wolfhound. Doch er ist zu abgemagert, um sicher zu sein. Er scheint alles, was er findet, in seine Hütte zu ziehen. Ich würde gerne hineinsehen, doch der Hund ist noch viel zu bissig. Ob ihn Futter besänftigt? In dem Briefkasten beim Hoteleingang fand ich eine niedliche Postkarte. Ist er putzig. Sie kommt in meine Sammlung. Vielleicht erweist sie sich als nützlich und wenn nicht, dann nicht. Eigentlich dieses blöde Planetenrätsel noch. Ach, hier. Info. Klicke auf die Planeten, um sie zu ändern. Schalte so lange durch die Planeten, bis sie dem Sonnensystem entsprechen. Also mein... Venus, Erde, Merkur, Jupiter, Saturn, nee, Uranus, Saturn. Mein Vater erklärt mir jeden. Doch, Saturn, sag ich doch. Mich irritiert das nur, dass Pluto nicht mehr dabei ist. Sonntag hat unsere neuen. Planeten. Habe ich jetzt Merkur und Mars verwechselt? Ja. Gut, passiert. Was ist das? Hundefutter. Taschenmesser. Okay. Guck mal, Hundefutter. Ach du je, ja, der hat ja wirklich mal alles gesammelt. Ein Hammer. Ein Hundekopf. Der Hund hat einen Hundekopf gesammelt? Wie gruselig. Da, ach so. Erbsenschoten. Erbsenschoten sind ja in der Regel eigentlich grün. Da kann man sich bei diesen Spielen ja nur immer nicht drauf verlassen, dass die Dinge, die eigentlich grün sind, dann auch wirklich grün sind. Medaille, Puppenkopf. Den Puppenkopf habe ich hier schon gesehen. Da. Medaille, Tabakpfeife. 5 Stück. 1. Eins. 2. 3. 4, 5. Ein Rasiermesser und ein Ei. Da ist das Ei. Das sind Trommelstöcke, das ist kein Rasiermesser. Da sind die Erbsenschoten. Naja, grün. Da ist das Rasiermesser. Eine Waage. Das ist bestimmt so eine Balkenwaage. Nur finden tue ich sie nicht. Was denn noch? 5 Hände. 1, 2, 3. Fünf.
5. Eine Schriftrolle? Das ist nur ein Buch. Ach, da! Ach so, und die Pinzette habe ich auch übersehen. Also, ich habe übersehen, dass ich sie suchen soll. Blöder Frosch. Blöder Frosch. Da ist die Pinzette. Jetzt fehlt mir nur noch die blöde Waage. Und die Maus hakt wieder. Ja, nun. Was gibt es denn noch für Wagen? Es gibt noch Zugwagen. Die zum Draufstellen natürlich, klar. Oh Gott. Ja gut. Die kann man mal übersehen. Tolle Arbeit, ja, mein Hammer.